Bei der Arbeiterwohlfahrt in Hoyerswerda ist am Dienstagabend ein Jugendverband gegründet worden. Vorsitzende wird die bis dato auch für die Jugendprojekte zuständige Mitarbeiterin Stefanie Jurisch. Das AWO-Jugendwerk Lausitz ist der zweite junge Kreisverband in Sachsen und für alle unter 30 Jahren offen, auch ohne Arbeit oder Ausbildung beim Sozialträger. Engagieren wolle man sich natürlich in der Kinder- und Jugendarbeit sowie im Miteinander mit den Asylbewerbern. Projekte wie 7 unter 25 hätten gezeigt, dass man etwas initiieren kann. Mit 4 Jugendlichen gestartet, machen bei der dritten Auflage immerhin schon 20 mit, erklärte Stefanie Jurisch. Das sei ausbaufähig.